Nach 21 Jahren in der Ortsgemeinde geht der Heini Senn in Pension. Während 12 Jahren habe ich als Verwaltungsrat den Heini begleiten. Die Zusammenarbeit ist immer freundschaftlich, vertrauensvoll und sehr angenehm gewesen. Ich habe hier einen kurzen Rückblick. Also er war 16 Jahre Präsident, zusätzlich in diversen Kommissionen und Ämtern. Dann haben wir 2012 Bergus bauen gehabt. 2013 war die Eröffnung vom Berghaus. Dann haben wir die jährliche Alpbegehung. Das war im Frühling. Dann war die Eröffnung der Neuen Bergstrasse 2015 zum Albu. Dann war die erfolgreiche Einbürgerungsaktion, wo vielleicht einige von Ihnen dabei sind. Hier. Dann war die Besichtigung mit dem Stadtrat Reves erhalten. Dann führen wir alle zu Sessionsbeginn eine Klausurtagung durch. Das ist alle 4 Jahre, wo wir noch eine Art Informationen weitergeben. Das war immer im Berghaus, also bis jetzt immer im Berghaus. Dann haben wir den Präsidenten ehren für 10 Jahre Ortsgemeinde Wuchspräsident. Das war 2017. Dann war die Einweihung WMK Werdenberger Binnenkanal, auch sehr schön geworden. Dann haben wir die Neubauten gehabt, Felbenweg 14, 17 bis 19, also Felbenweg 4, Entschuldigung, und der Neubau Churerstrasse 41, 2019 bis 21. Die Adresse Churerstrasse ist einfach so, das ist von früher her. Gut. Dann haben wir ja Berghaus neu in Mächterin gehabt, das andere Dobler, wo wir jetzt dann wieder irgendwann wechseln werden, oder nicht nur irgendwann wechseln wieder und freuen uns hoffentlich auf eine weitere gute Zusammenarbeit, was wir überzogen sind. Dann war der Neubau Werchow Friedli 2021. Einweihung Brunnenplatz, vor allem ein Wunsch von unserem Präsidenten, und wenn er etwas wünscht, machen wir fast alles. Ostens, was es wolle. Dann haben wir natürlich immer im Herbst in der Alpbegehung immer Frühling und Herbst, das ist alle Jahr. Dann war schon die Weg vom Kinderspielplatz, Bergus Malbu. Das war einfach enorm teuer, aber das ist heute so mit den Kinderspielplätzen. Dann haben wir eben die strategischen Liegenschaften für die Arealentwicklung Flöße in diesem Jahr gekauft. Dann machen wir alle Jahre einen Arbeitstag, das ist ja unsere Teambildung. Eine und die einen schaffen, die einen schauen zu. Dann haben wir zuerst mal Anlass gehabt, Bürgerwurst, wo wir ja heuer, 31. Mai, zum Abschied vom Präsidenten der Nuri führen. Dann, wie gesagt, wir haben die Einnahmen können in den Jahren enorm erhöhen. Wir haben noch für gemeinnützige Leistungen, wir fangen enorm viel rausgehen. Also, Gott mein Wuchs ist und dank dem Heini steht heute sehr gut da. Und ich darf im Namen vom Verwaltungsrat am Heini recht herzlich danken für seine Arbeit, für seine gute Zusammenarbeit. Ich danke ihm auch im Namen von den Ortsbürgern und Ortsbürgern und wünsche ihm eine sehr gute, angenehme Pension. Herzlichen Dank, Heini. Also ich muss sagen, wir haben ja eigentlich immer recht pfleglich behandelt. Also sind hoffentlich nicht mehr umgegangen. Wenn keine weiteren Wortmeldungen sind, also dann würde ich die Bürgerversammlung schließen. Ich danke euch vielmals, dass ihr so zahlreich erschienen sind. Jetzt gehen wir dann zum Apero. Ich kann sich dann untereinander austauschen. Ich wünsche euch viele interessante Gespräche, nutzen die Gelegenheit, um euch austauschen.
Bürgersamt ist wie gesagt geschlossen. Ich danke fürs Kommen und wünsche euch alles Gute und alles Gute.